Herzlich willkommen zu einem weiteren Segelradio. Mein Name ist Hinak Weiler und in dieser Folge geht es unter anderem um eine Hubschrauberrettung an der Südküste Englands. Aber für die Aufnahme dazu bin ich erstmal ins kleine Dornbirn an der österreichischen Grenze zur Schweiz gefahren. Da habe ich mich mit Clemens Stecher getroffen. Mit dem habe ich vor einer ganzen Weile schon mal das Segelradio Nummer 16 aufgenommen und damals mit ihm über seine Bioturns gesprochen. Und bei dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass er unter anderem auch den Yachtmaster Offshore als Ausbilder mit anbietet. Und genau so einen Kurs habe ich in den letzten Monaten bei ihm mitgemacht. Und genau darüber wollen wir natürlich auch gerne noch einmal ausführlich sprechen. Mhm. Ja, das ist richtig. Also herzlich willkommen auch in meiner Hütte. Herzlich willkommen, Hinak, dass du da bist. Freut mich sehr. Wir haben in der Zwischenzeit schon einiges an Zeit gemeinsam verbracht. Ja, ich bin unterwegs gewesen seit unserem letzten Treffen hier. Das war ja ziemlich genau vor einem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ist das richtig? Ja, komm denn. Genau. Und wir haben auch in der Zwischenzeit einige von diesen jetzt umbenannten Turns mit biologischem Hintergrund gemacht. Wir nennen das ganze Ding jetzt Ocean Life Turn. Schöner. Einfach. Findest du schön? Find ich, also, ja. Ja? Ja. Und ganz einfach aus dem Grund, weil wir offensichtlich mit unserem Namen Bioturn missverständlich unterwegs waren. Die Leute haben da irgendwie Dinge damit verbunden, die wir nicht gemeint haben, nämlich biologisch produziertes Essen oder vielleicht sogar ökologisch produzierte Schiffe, die es mittlerweile eh gibt, eigentlich interessante Projekte. Aber das sind wir noch nicht. Also bei uns geht es wirklich um das Wildlife und die Natur vom Schiff aus zu beobachten. Und deswegen nennen wir das Ganze jetzt Ocean Life Turns und wir sehen, dass die Leute das zumindest richtig verstehen. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, dass natürlich im Titel schon klar ist, was ist damit gemeint. Wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass ihr plant, das umzubenennen. Da haben wir schon, ja. Da hatten wir kurz mal drüber gesprochen vor ein paar Wochen. Ja. Ich erinnere mich, dass wir da, ich glaube, mein spontaner Einsatz war irgendwie naturkundliche Expedition zur See. Oder ja, so. Ja. Aber das, okay. Das ist dann eher so der Hochschulcharakter. Genau, es soll nichts verstaubt klingen natürlich. Ja. Genau. Ja, planst du Turns? Ja, natürlich. Also wir planen sehr viele Turns. Wir sind in der Planung eigentlich schon 2019 angelangt. Also in der nächsten Zeit, also ganz genau in einer Woche eigentlich, starten wir auf die Kanarischen Inseln, werden dort 3 Wochen verbringen. Ein wenig privat, ein wenig mit Ocean Life Leuten, ein wenig Skipper Training. Und dann fängt das Programm 2018 im Solent schon wieder an. Also wir gehen dann in den Solent zurück im Februar und März jeweils 2 Wochen für Gezeiten Skipper Passes und Gezeiten Skipper Yachtmaster Trainings. Und dann ist eigentlich der Trainingsteil, genau, ja. Im Mai sind wir dann für eine Woche auf Elba. Dort machen wir Trainings im österreichischen Schulungssystem für die Leute aus meiner engeren Heimat, die ich nicht so leicht in den Solent mitbringe, aber sehr leicht nach Elba mitbringe und die dann dort interessieren kann für das englische System, das mir eigentlich mehr am Herzen liegt. Und im Juni ein Highlight der heurigen Saison aus meiner Sicht, die Hebriden. Im Juni sind wir auf den Hebriden unterwegs, 2 Wochen vom 2. Juni. An 2 Wochen haben wir ein tolles Schiff gechartert. Wir sind wir starten in Oban und ich freue mich extrem auf diese Gegend. Du schmunzelst immer bei den Hebriden, mir geht es immer gleich. Also schon wenn du sagst ja. Oban, das ist so, ja. Das ist für mich, Oban und dann nordwärts. Ne? Ja, das genau, so. Oban und nordwärts, das ist einfach wunderschön. Also mir geht auch das Herz auf total, also wenn ich dran denke oder wenn ich jetzt schon mich vorbereiten darf auf diesen Juni und mir überlege, welche Wanderungen können wir dort machen, welche Buchten können wir nutzen als Ankerplätze, welche Ersatzhäfen gäbe es und, ja. Dann sitze ich dabei Wie oft warst du schon in Schottland? Nicht so oft, lass es insgesamt vielleicht 20 oder 22 Wochen sein, aber ja, 20 genau. Und 22 Wochen intensiv so zwischen den Inseln herum, ja. Also ich bin kein Newcomer mehr, aber ich bin auch nicht top erfahren in Schottland, ja. Es gibt Leute, die sind länger oben gewesen natürlich, die machen 20 Wochen pro Saison,
Das mache ich nicht, aber also ein wenig kenne ich mich schon aus. Und vor allem die naturkundlichen Highlights oben, die haben wir schon mehr oder weniger im Griff. Und jetzt immer mehr eigentlich aber auch die kulturhistorischen Geschichten und die frühgeschichtlichen Aspekte von der Gegend. Das ist ja unglaublich interessant. Da gibt's ja eben Reste und Überbleibsel und Spuren von Menschen, die vor 4.000, 5.000 Jahren dort schon gelebt haben. Die Besiedlungsgeschichte von Schottland ist total neu für mich eigentlich. Es gibt ja laut Literatur gar nicht das schottische Volk an sich, sondern die Schotten, die jetzt oben leben, setzen sich zusammen aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und die haben in unterschiedlichen Einwanderungswellen dieses Inselreich für sich erobert. Also voll interessant eigentlich und immer mehr suchen wir auch diese alten historischen, archaischen Plätze auf, die extrem gut sind von der Ausstrahlung her, so wie Stonehenge in klein und viel ruhiger, aber mit mindestens gleich viel Ausstrahlung und Wirkung auf die Menschen, also voll interessant. Also gehst du jetzt auch in Richtung Archäologie? Ja, nicht wirklich, also ich bin überhaupt kein Archäologe, aber du kannst dir der Wirkung fast nicht verschließen. Schau dir davor, du legst an nach so einem tollen Turn durch die Inselwelt in Hebriden in einer einsamen Bucht und du kannst gar nicht umhin, diesen Steinkreis da oben zu sehen zum Beispiel. Und dann interessiert dir das natürlich alles. Also wenn du ein Mensch bist, der an der Welt interessiert bist dann gehst du dorthin und schaust dir das an und du spürst da. Ich war vor, weiß ich jetzt gar nicht, bestimmt 10 Jahren hatte ich meine längere Tour in Schottland gehabt. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, nicht so alt, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass da einige so Buchten waren, wo dann so ein Stückchen oberhalb der Bucht irgendwie dann so eine Burgruine irgendwie gewesen ist. Und so. Wo du dann auch mal so, und ich mag solche Orte auch unheimlich gerne, weil irgendwie ist das dann immer so, ja, man sitzt dann da und dann geht man abends dann irgendwie so ganz automatisch auf den Gedanken, so, ja, okay, wie mag das hier gewesen sein, als da noch Leben in dieser Burg waren? Also bei diesen Turns, da geht echt das Herz auf. Gell? Ja. Und dann in Kombination eben mit dem Wildlife vor Ort. Es ist unglaublich. Man kann gar nicht vorbeischauen an der reichhaltigen Natur dort. Und diese Kombination aus nautischer Herausforderung, diese Naturvielfalt, die sich dir wirklich aufdrängt, gell? Du spürst es und du siehst es und es geht gar nicht anders eigentlich. Und dann noch als dritter Punkt eben der jetzt angesprochene, vielleicht historische Aspekt. Boah, Wahnsinn. Also es ist wirklich die Fülle in Schottland. Also für einen Menschen, der an der Welt interessiert ist und für einen Segler, die Fülle, Wahnsinn. Und deswegen freue ich mich extrem drauf schon. Ja. Wenn nicht die Saison so kurz wäre. Ja, das ist richtig. Die Saison ist relativ kurz, genau. Ja. Und heuer sind wir wirklich, ich hoffe, zum sehr guten Zeitpunkt um im Juni. Die Nächte sind natürlich sehr, sehr kurz, die Tage extrem lang. Wir rechnen schon mit ordentlich Wind. Wir wissen aber auch, dass die Sturmwahrscheinlichkeit im Juni im Vergleich zum Dezember oder Februar natürlich geringer ist. Also wir hoffen, dass wir gute Bedingungen haben, gleichzeitig aber auch die nautischen Herausforderungen erleben werden. Du kennst die Dinge ja mit vielen Strömungen da oben und Sound of Sleet und an ähnlichen Dingen, wo dann mit 6-7 Knoten das Wasser durch enge Kanäle durchschießt aufgrund der Gezeitenunterschiede. Und also puh, Wahnsinn, ja. Ja. Ist ein faszinierendes Revier. Also ich erinnere mich noch und vor allem erinnere ich mich auch eben, was du schon sagst, an das Wetter mit diesem berühmten Aussage, es gibt eben alle 4 Jahreszeiten jeden Tag. Ja, ne? Ja. Kann ich voll bestätigen. Es ist eben noch Sonne und 10 Minuten später knallt da ein Regenschauer mit Sturmböen durch. Aber es ist faszinierend. Das ist wirklich, ich finde auch, das Licht ist so einmalig da oben. Es ist ein faszinierendes Licht, weil die Sonne ja sehr vielleicht auch gerade durch die ständige Wechsel mit den Wolken und dann kommt die Sonne raus und dann hast du nur so bestimmte Bereiche irgendwo, die so Lichtschalen haben und ganz viele Kontraste und so ganz, ganz toll. Also ich auch zum Fotografieren und so ein Traumrevier. Ich finde auch die Kontraste sind ein gutes Stichwort für dieses Revier, weil du hast einerseits sanfte grüne Hügel irgendwo, gell, und gleich in der Nachbarschaft extrem steile, unfreundliche Klippen, die bedrohlich wirken können. Und dann hast du eine dunkle Regenwolkenbank, die auf dich zukommt und dahinter kommt schon die Sonne wieder raus. Also irgendwie die Kontraste in jeder Hinsicht sind in Schottland so unmittelbar, so kräftig auf dich wirken, dass du, es ist so direktes Leben, direktes Segelleben für mich. Also, ja. Spannend. Ja, das ist das Schottland-Ziel, das wir heuer haben. Und danach werden wir
einen Ocean Life Turn in Kroatien machen, in Süddalmatien einfach eigentlich. Süddalmatien ist auch im Sommer für mich, obwohl dort natürlich schon viele Segler unterwegs sind, der Teil der Adria, der extrem reizvoll ist, vergleichsweise ruhig, so diese Insel Lastovo, Vis, Mljet und inzwischen Biograd und Dubrovnik, also da in der Gegend südlich, da findest du immer noch einsame Buchten. Und dort machen wir tatsächlich ein ganz konkretes, biologisch orientiertes Programm für Leute, die wirklich mehr wissen, was dahinter steckt, hinter den bunten Farben der Fische oder hinter den bunten Farben. Da steckt was hinter? Meistens. Ich dachte mal, das ist nur, damit die hübsch aussehen. Ja, aber das ist ja ein wesentlicher Punkt, der kann ja dahinter stecken. Und das ist bei Fischen genauso wie bei Menschen. Die Farben locken. Die Farben locken, gell? Und diese Verlockungen sind mehr oder weniger von Erfolg gezeichnet. Und es ist natürlich einfach wunderschön zum Beobachten. Und da machen wir wirklich tatsächlich ein ganz konkretes Programm, wo wir am Abend vorher in der Kajüte zusammensitzen und uns überlegen, welchen Lebensraum werden wir morgen gemeinsam entdecken. Wie schaut das aus? Ist das zum Beispiel Felslitoral oder ist das Sandboden oder ist es eine kleine Wanderung entlang der Sprühwasserzone, also direkt am Übergang zwischen Fels und der zaghaft beginnenden Landvegetation, und das schauen wir uns an, welche ökologischen Faktoren wirken da. Wir nehmen die Fotoapparate mit, wir bestimmen Pflanzen und wir schnorcheln. Und das ist also wirklich, wirklich Ocean Life in Reinkultur. Und das Programm, das darf ich gemeinsam mit einer Frau anbieten, die ja auch Biologin ist, und das macht uns sehr viel Spaß. Also so als Paar das vorzubereiten, als Paar auch durchzuziehen und die Leute zu begeistern für die Themen, die uns am Herzen liegen, das ist eine tolle Sache eigentlich. Gell? Ja, das machen wir in Kroatien Ende Juli und August. Genau. Wie lange dauert es uns? Ja, das machen wir 2 Wochen insgesamt, und die meisten Leute, die das buchen, die buchen gleich 2 Wochen, weil sie sagen, eine Woche ist für sowas zu kurz, sie möchte wirklich eintauchen. Und dann gibt es wieder andere natürlich, die sagen, ja, ich würde schon auch gern 2 Wochen, aber es geht sich halt leider nicht aus, beruflich oder zeitlich oder unter Umständen auch finanziell, keine Ahnung. Der Trend geht zu längeren Aufenthalten am Schiff. Also ganz eindeutig, auch auf den Kanaren oder jetzt in Schottland zum Beispiel. In Schottland ist es so, da kommt natürlich auch noch die längere Anreise dazu als kleines Handicap. Und die Leute sagen, wenn ich schon die lange Anreise auf mich nehme, dann möchte ich 2 Wochen am Schiff bleiben. Ich überlege gerade nach, wenn du sagst, sie startet in Oban, dann wahrscheinlich nach Glasgow. Ja, genau, nach Glasgow oder Edinburgh. Ja. Da gibt es viele gute Flüge hin. Und es ist dann so, dass in Schottland die Überlandbusse sehr, sehr gut organisiert sind. Es gibt schon auch Zugstrecken, die sind aber eher Zugfahren in jetzt Schottland kenne ich nicht, aber in England ist furchtbar. Okay, kann ich gar nicht so mitreden. Ich kenne die Zugfahrt. Also dagegen ist die berühmt gescholtene Deutsche Bahn oder ich weiß nicht, wie hier in Österreich die österreichische Bahn von ihrem Ruf ist, aber nee, also ich habe das ja dann gerade gemacht, da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Sie werden jetzt hüten, über die Deutsche Bahn hier zu schimpfen, aber ich weiß, dass die österreichische recht verlässlich ist. Und in Schottland gibt es natürlich landschaftlich extrem gute, tolle Bahnstrecken, Stichwort Harry Potter, also die sind natürlich sehr toll, aber die fahren halt relativ langsam und viele Kurven und Hügel sind zu überwinden. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn du nach Edinburgh fliegst oder nach Glasgow, dann ist die Verbindung mit Überlandbussen null Problem. Okay. Nach oben zum Beispiel, also in dem Fall fahren wir sogar direkt an der Marina vorbei. Wie heißt es die Marina? Dunstaffnage Marina heißt es. 5 Kilometer nördlich von oben. Marina, die eigentlich alles bietet, was man sich so erwarten würde. Es gibt gar nicht so viele top ausgebaute Marinas in Schottland. Also die kann ich schon in der Hand abzählen. Sonst gibt es eher kleine Stadthäfen mit mehr oder weniger gut ausgebauten, manchmal Schwimmstegen, aber eher sind es einfach nur Kaimauern, wo du anlegen kannst oder irgendwelche. Ich erinnere, als ich das letzte Mal in Oban gewesen bin, oder das einzige Mal, dass ich in Oban gewesen bin, muss ich dazu sagen, da hatten wir direkt in der Stadt an einer Kaimauer gelegen. Und genau. Und da ist halt dann die Schwierigkeit, mit dem Dienhub umzugehen, gell? Muss man schon im Griff haben. Wir übrigens haben das dann mit dem berühmten Topf gelöst. Mit dem berühmten Topf? Ja. Das müssen wir jetzt erklären. Ein Topf ins Cockpit auf eine Sitzbank mit einer langen Leine dran.
hoch an ja. die Steinmauer und wenn die Tide so weit runter geht, dass der Topf von dieser Bank runtergezogen wird, dann knallt der einmal auf der anderen Seite gegen die andere Sitzbank. Und dann steht der Skipper auf. Und dann steht der Skipper auf und kann die Leinen ein bisschen verlängern. Okay, gut, das, ja. Okay, ja. Ja, verstehe ich gut, genau. So kann man es lösen. Ein Weg, genau. Wobei jetzt genau, seit einem halben Jahr gibt es in oben sogar in diesem Stadthafenbereich einen neuen Schwimmsteg. Ah, ja. Den kenne ich noch gar nicht, auf den freue ich mich. Ja, schauen wir mal. Und wie gesagt, also die Überlandreisen in Schottland oben, kein Problem. Kein Problem und die Busverbindungen sind gut verlässlich und per Internet von hier aus buchbar und das haut gut hin. Auch die abgelegenen Inseln sind gut erschlossen eigentlich. Also mit Bus und Fähre kommst du mehr oder weniger überall hin. Also das funktioniert recht gut. Hm. Also so ein bisschen so wie Norwegen erinnere ich mich. Weil ja, kann sein. Das ja. Genauso, ich hatte ja auch mal einen Turn gemacht, oben zu den Lofoten hoch. Und da war das auch die Anreise nach Bergen und von da aus, ich war überrascht. Also, man denkt immer, das ist irgendwie so alles weit weg und draußen, aber plötzlich, da gibt es überall super Busverbindungen, die sind pünktlich. Ja, vielleicht gerade, weil es so weit weg ist, weil die angewiesen sind drauf, oder? Da muss es wirklich funktionieren, kann gut sein, ja. Ja, also viel vor dieses Jahr und dann geht es eh schon wieder zurück in den Solent. Was wir heuer zum ersten Mal anbieten, sind Trainingswochen im Sommer im Solent. Es ist einfach so, dass unsere AWE-Angebote gut nachgefragt sind und immer mehr Leute sagen, sie würden einfach gerne auch im Sommer da oben trainieren. Das machen wir heute. Wir sind heuer auch zwei Wochen. Musst du noch mal ganz kurz eben der Fairness halber AWE-Angebote wahrscheinlich kurz. Entschuldige, ja genau. Ja genau, also RYA, das ist die Royal Yachting Association, also der englische Segelverband eigentlich. Und was wir von MCO machen, ist ja in diesem System zu schulen, sodass die Leute im besten Fall irgendwann einmal diesen RYA Yacht Master vielleicht sogar offshore erreichen können. Das wäre super und wir bieten also diese Ausbildung an und machen heuer zum ersten Mal im Sommer auch dort Trainingswochen, weil wir einfach spüren, die Leute wollen das gern. Gell? Also viele meiner Bekannten sagen, ich würde ganz gern mitgehen nach England, aber es ist im Winter nicht zu kalt. Mhm. Ich kann dann zwar immer dagegen halten, dass keine Ahnung, Skifahren wesentlich kälter ist, aber man verbindet halt mit dem Segeln eher die Wärme und Sonne und Urlaubsgefühle. Also na gut, wie auch immer, jedenfalls ist es unser Anliegen, das Programm in England, also im Solent, das Trainingsprogramm, mehr oder weniger auf das ganze Jahr auszudehnen und zu verteilen, sodass sie das für jeden Geschmack, was dabei ist eigentlich. Mhm. Und jetzt haben wir einen ersten Schritt dahin gemacht, was uns sehr freut. Und dann im November und Dezember ist wieder das bereits übliche Trainingsprogramm im Kalender, nämlich jeweils zwei Wochen Intensivtraining. Mit Prüfungsmöglichkeit. Mhm. Ja. Mhm. Wir waren gerade im Solent. Ja, es war eine gute Zeit. Es war eine traumhafte Zeit. Es war für mich auch das erste Mal, dass ich wirklich im Solent gewesen bin. Ich habe den bisher immer nur so in meinen ganzen sonstigen Reisen eigentlich so als Abflug gehabt. Ne? Mhm. Man hat sich irgendwie in Southampton getroffen oder in Portsmouth oder so und ist dann von da aus irgendwo hingesegelt. Mhm. Ne? Da die ganze Zeit sich da aufhalten, das war ein bisschen neu. Ja, ich hab den Kurs ja mitgemacht jetzt. Wir hatten ja bei dem letzten Mal, wo wir uns getroffen haben, drüber gesprochen. Dann hattest du mir ja erzählt, dass du das machst und dass das ja eine ganz interessante Sache ist. Und ja, fand ich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich hatte so schön, erinnere ich mich noch, als ich hingeflogen bin, hatte ich auf Instagram irgendwie so ein Foto gepostet, dass ich jetzt auf dem Weg nach England da zu dem Yachtmaster-Kurs bin. Und da antwortete jemand, Yachtmaster, das ist ja Königsklasse. Mhm. Ist das Königsklasse? Also es gilt tatsächlich als eine der anspruchsvollsten Ausbildungen, die es weltweit gibt. Es ist wahrscheinlich nicht umsonst so, dass sich Versicherungsgesellschaften weltweit auf den Yachtmaster Offshore als Mindeststandard geeinigt haben für das Profiskipperwesen. Also es ist natürlich nicht auf der ganzen Welt eine rechtliche Voraussetzung, keine Frage, aber es ist als Qualitätsnachweis deiner Segelskills absolut akzeptiert auf der ganzen Welt. Und so insofern kann man vielleicht sagen, Königsklasse, ich möchte aber andere Auswertungsschienen gar nicht abwerten. Jetzt, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich vom Yachtmaster spreche. Ich finde, es ist eine ganz lässige Ausbildung, sie ist sehr praxisorientiert.
Man übt in einem relativ kleinen Trainingsrevier, das heißt, ihr mitkriegt, wie wir üben. Man übt Dinge, die in dem kleinen Trainingsrevier manches Mal auch von wenig Relevanz erscheinen. Das haben wir diskutiert am Schiff sogar, oder? Ja, so eine schöne Geschichte. Genau, weil man das so genau kalkuliert und dann im Endeffekt draufkommt, ja, das wäre mit Schätzungen wahrscheinlich gleich gegangen. Aber es geht einfach darum, dass man die zugrunde liegenden Prinzipien wirklich von der Pike auf lernt und die dann in anderen Revieren anwenden kann. Und dafür ist das Solent absolut toll geeignet. Und ja, also ich weiß nicht, ob der Begriff Königsklasse der treffend ist, aber es ist jedenfalls eine anspruchsvolle Prüfung. Es gilt als Qualitätsnachweis und für jeden Skipper, der im semi-professionellen oder professionellen Bereich unterwegs ist, durchaus erstrebenswert. Also ich hatte ja, wir hatten ja im Sommer die Theorie gemacht. Ja, genau. In Tirol. Machst du immer in Tirol, ne? Die mache ich immer in Tirol und zwar in Stams in Tirol, mitten in den Alpen. Das ist einfach ein perfektes Surrounding für Theoriekurse. Es ist ein Bildungszentrum mitten in den Bergen ich darf hier übrigens nebenbei auch nicht überall Trainingskurse machen, sondern der Trainingsort muss auch zertifiziert sein von der AWE. Also so ganz spontan geht es gar nicht, dass ich sage, okay, ich mache jetzt einen Kurs da oder dort, sondern die Örtlichkeiten sind angeschaut und zertifiziert. Und da kommt dann einer und ja. Sagt, okay, wo machst du deine Ausbildung? Ja, genau, ja. Ganz genau. Da müssen die Basics müssen passen, bestimmte Anforderungen müssen erfüllt werden. Da kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber jedenfalls die AWE legt einfach Wert auf Qualität in jeder Hinsicht, auch in Bezug auf die räumliche Ausstattung und das ziehen sie durch. Kann man so gesehen schon nachvollziehen, weil sie einen Ruf zu verlieren hat. Also die wollen einfach, dass das alles passt. Gut, also wir machen das nach wie vor. Da gibt es dann diese Yachtmaster Theory Courses, die wir anbieten, wo du eben auch dabei warst. Und in diesen Kursen, die insgesamt 4 Tage dauern, ich mache immer zweimal ein Wochenende, also 4 Tage insgesamt, mit einer Pause dazwischen von 5, 6, 7 Wochen, damit die Leute in der Zwischenzeit das ein wenig sickern lassen können, ein bisschen nachüben können oder lernen können, wie auch immer. Da werden die ganzen wesentlichen Dinge in der Theorie zuerst angeschaut, dann aber auch praktiziert, natürlich am Kartentisch, die das Gezeitensegeln betreffen. Also du weißt eben, was es geht. Es geht um all die notwendigen Skills, die man halt als Segel im Gezeitenrevier gebrauchen kann. Ja? Ich finde den Fokus auf Tide sehr intensiv, muss ich sagen. Ja. Das ist halt gut. Klar, auf der einen Seite ist das natürlich, die Ausbildung kommt aus England. England ist eigentlich rundherum sehr, sehr viel Tide. Ich fand es überraschend, dass es doch sich sehr, sehr auf Tide konzentriert. Ich glaube, das hat 2 Ursachen. Einerseits ist grundsätzlich natürlich wichtig, das ist klar, es steht im Syllabus, also im Lehrplan drinnen und nimmt da einen ganz ordentlichen Raum ein, du hast recht. Und auf der anderen Seite ist erfahrungsgemäß einfach ein Thema, das bei vielen Seglern einfach ein bisschen länger braucht, bis es wirklich irgendwie bis es wirklich sitzt und bis man schnell und sicher damit umgehen kann. Drum braucht es einfach ein bisschen mehr Zeit als vergleichbare Themen. Also ich finde auch, dass das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich glaube, dass es daher kommt. Ich will damit gar nicht andere Themen abwerten, zum Beispiel Safety at Sea, zum Beispiel extrem wichtiges Thema, das muss man nicht diskutieren. Wird dadurch ein wenig in den Hintergrund gedrückt oder die Betonung oder andere Dinge. Aber die anderen Themen sind eher Themen, die man auch im Schnelldurchgang diskutieren kann, wo es weniger zu verstehen gibt, wo es einfach mehr mitunter zu lernen gibt oder einfach aus der Erfahrung zu berichten gibt. Und deswegen dieser scheinbare Schwerpunkt auf den Gezeitenberechnungen. Da gebe ich dir schon recht, ja, das sehe ich auch so. Ja. Das Ganze war gewesen in Stams, in Tirol, wie gesagt. Ich fand das sehr lustig, weil ich nun als nicht ganz Südeuropäer, sondern eher nordeuropäisch geprägt. Ich fand es sehr witzig, weil es waren sehr viele natürlich aus Österreich dabei. Auch schon vorher, ich hatte auch mit dir zusammen diesen World Sailing, den Safety
Kurs ja da gemacht, ja, genau. In der gleichen Location, auch so super praktisch mit dem Schwimmbad direkt super. Nebenan, also ganz, ganz großartig. Und ich fand das so witzig, weil die ganzen Geschichten und Erfahrungen, die ihr so alle habt, die sind sehr Adria-fokussiert. Und meine ganzen Erfahrungen sind gerade so auch aus der Anfangszeit des Segelns alles sehr Nordsee-Ostsee-orientiert. Vollkommen. Und ich fand das immer so witzig, weil es sind also ganz viele eben auch, als du schon wieder anfingst, von den wer ist jetzt Ocean Life Turns zu erzählen. Bin ja so selten mal im Mittelmeer. Ne? Ich kenne diese ganzen Orte immer nicht. Und dann sagt einer was und alle so, ja, und oh, und dann musst du da rein und dann ist das da. Und ich denke immer so, okay. Ja, die Art. So, aber es ist so witzig, weil irgendwie, es ist jetzt wahrscheinlich auch so eine typisch norddeutsche Arroganz irgendwie, so, ja, Mittelmeer. Ne? Ja, das sagen die Engländer ganz gleich. Die Engländer sprechen von der Mediterranean Sea, als, wie sagen sie, no real seas. Yeah, also no real sea. Und dann kommen sie aber doch ganz gerne in die Adria zwischendurch, gell, weil es ist, also ich habe jetzt den direkten Vergleich und ich kenne beide Reviere wirklich gut mittlerweile. Und ich kann sagen, also die Adria hat einen totalen Reiz. Gell. Es ist landschaftlich extrem schön. Gell. Und ich kenne etliche Weltumsegler, jetzt namentlich zum Beispiel die Seenomaden, die ja seit 20 Jahren auf der Welt herumsegeln und Vorträge halten, noch und nöcher. Und die sagen, und dann kommen wir wieder zurück in die Adria und stellen fest, wow, so schön ist da eigentlich direkt unser Heimatmeer sozusagen. Gell. Ja. Auch das muss ich jetzt aber sagen, aber das sind ja auch Österreicher. Ne? Das sind Österreicher, kleiner. Wenn du jetzt den Wilfried Erdmann fragst, der in Schleswig-Holstein wohnt und den fragte, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Interview wurde er mal gefragt nach dem schönsten Revier der Welt und er sagte Schweden. Sein Heimatrevier. Sein Heimatrevier. Ja, vielleicht ist deswegen, weil die Emotionen dranhängen. Einfach an dem Revier, wo man groß geworden ist, seglerisch, vielleicht liegt es an dem. Wie auch immer, jedenfalls hat wahrscheinlich beides seine Reize. Und ich will gar nicht, gar nicht bewerten, also überhaupt nicht. Aber die Engländer sagen das ganz gleich wie die Norddeutschen, no real sea. What the mad? Gut, es ist aber auch, wenn du jemanden fragst, der in der Nordsee aufgewachsen ist, der sagt auch, also der Ostsee mit ihren 15 cm tiefen Hub, kannst du ja auch, ich glaube, es gibt da bei allem immer so eine kleine Abwertung. Was mich überrascht hat, war, es gibt doch, weil es heißt ja immer, das ist eine sehr praktische Ausbildung, die ganze Yachtmaster-Geschichte. Was mich überrascht hat, ist, es gibt doch eine kleine Theorieprüfung. Es gibt eine Theorieprüfung, also es schaut im Grunde so aus. Du kannst die Yachtmaster-Offshore-Prüfung am Schiff einfach machen, ohne irgendwelche Voraussetzungen, außer die Mileage-Anforderungen. Du musst also eine bestimmte Meilenzahl absolviert haben. Du brauchst an Prüfungen keine echte Voraussetzung. Du brauchst vorher keine Lizenz. Wenn du die notwendigen Meilen gesegelt hast und wenn du die notwendigen Tage am Schiff verbracht hast und wenn du von diesen 2.500 mindestens die Hälfte, also 1250 im Tidenrevier unterwegs warst, dann funktioniert es. Aber du musst doch zu der Prüfung, also du musst ein SRC musst du mitbringen, das haben wir ja nun gerade gelernt. Ja, das muss man SRC muss man schon mitbringen, genau. Also SRC musst du mitbringen, erste Hilfe Zeugnis, das nicht älter als 3 Jahre sein darf, genau, ja. Und einen von dir selber gefertigten Meilennachweis. Ja. Genau, also die bestehen nicht drauf, dass irgendwelche Skipper mit Stempeln das bestätigen, sondern die akzeptieren eine zum Beispiel Excel-Tabelle, die du selber angefertigt hast. Ja. Weil der Engländer schwindelt auf diesem Niveau nicht zum Beispiel. Ja. Also die würden nie auf den Gedanken kommen. Ja, das ist auch ist halt sinnlos. Und merkst du ja. Manchmal sowieso, genau, also das tun wir eh nicht. Ja, und dann kannst du zur Prüfung antreten. Ja. Und bei dieser Prüfung ist dann schon so, dass der Prüfer nebenbei während der 8 Stunden, die er sich Zeit nimmt, pro Prüfungskandidat, jeden Prüfungskandidat auch wirklich so nebenbei so zum Thema Theorie fragt. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, zumindest auf der Webseite für die Voraussetzung zur Zulassung ist, glaube ich, die Bescheinigung für diesen Theoriekurs auch. Aber nicht als Notwendigkeit, sondern der Theoriekurs hilft dir dann was, wenn du später den Yachtmaster Coastal machen willst, dann gibt es eine Meilenanforderungsreduktion. Es ist keine Voraussetzung. Ah, okay. Also müssen wir ganz, ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, beziehungsweise festzuhalten, es gibt abgesehen von dem SRC und von dem First Aid Certificate, das du haben musst, keine Prüfungsvoraussetzung für den Yachtmaster Offshore. Wenn du es kannst, kannst du es. Genau. Aber du musst ganz ordentlich was können. Ja. Und der Punkt ist dann der, also deswegen finde ich auch diese Theoriekurse
schon sehr, sehr zuträglich, dass man es in den, oder weil man in diesen Theoriekursen die Kandidaten natürlich auch auf das Revier schon vorbereitet, wo die Prüfung dann stattfinden wird. Die Leute haben in der Regel, wenn wir dann hinkommen in den Solent, schon eine Ahnung davon, wie es da ausschauen wird. Es gibt immer wieder Bilder, die ich zeige oder spezielle Beispiele, die dann vor Ort Thema sein werden. Also so als Einführung auch in eine Yachtmasterwoche vor Ort ist der Theoriekurs aus meiner Sicht durchaus zu empfehlen. Das ist das, worauf wir Wert legen eigentlich. Was ich witzig finde, ist in dem Theoriekurs, die haben ja nicht nur, also die haben ja also diesen berühmten Reads, dieses Handbuch der ich sag mal, nordeuropäischen Häfen. Atlantiksegler, genau. Ja. Das haben die ja so ein bisschen runtergebrochen, haben so eine Trainingsausgabe, genau, Training-Almanach gemacht und auch Seekarten, das sieht so ein bisschen aus wie Mittelerde vom kleinen Hobbit, irgendwie genau, so zwei komische Inseln. Frei erfunden, gell? Ganz frei erfunden, aber wenn man genau hinguckt, findet man doch auch den ein oder anderen typischen real existierenden Ort aus dem Solent wieder. Ne? Portsmouth also zum Beispiel. Portsmouth zum Beispiel ist so eine Ansteuerung, die ist einfach da auch in diesem Trainingsding drin. Der heißt dann bloß anders. Der heißt dann anders, der heißt Portfraser, glaube ich, in der Trainingskarte. Portfraser, genau. Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Nee, aber ich fand das auch sehr interessant, also der Aufwand, der da schon getrieben wird. Bei mir war das so, als ich die Ausbildung in Deutschland gemacht habe. Es dreht sich alles um die Flensburger Förde. Und man ist sehr darauf konzentriert, die Flensburger Förde an der Stelle kennenzulernen. Und ich finde es gar nicht so schlecht, hinzugehen und zu sagen, man macht das gleich von vornherein mit so einer Fantasiekarte, weil dann lernt man auch automatisch das zu abstrahieren auf, ich bin da noch nie gewesen, ich kenne diesen Ort nicht, ich weiß nicht, wie das da aussieht. Aber ich muss da jetzt irgendwie meine Ansteuerung finden. Das dann ist immer die Frage, woher bekomme ich die optimale Information zu diesem Hafen jetzt? Aus der Seekarte, aus dem Revierführer, aus dem Hafenhandbuch, woher auch immer. Man ist ja verpflichtet, als Skipper möglichst viele Quellen zu nutzen und zum Beispiel Karten zu nutzen in der bestmöglichen Auflösung. Was jetzt immer wichtiger wird für mich persönlich in den Kursen, auch in den Theoriekursen vorbereitend schon, ist das Thema Safety. Speziell auch, wir haben ja gemeinsam dieses World Sailing Safety Training absolviert. Und da baue ich jetzt tatsächlich Elemente davon ein in meinen Kursen, weil ich das extrem wichtig finde. Und die Leute, die dürsten danach, gell? die wollen wissen, auch abgesehen von theoretischen Dingen, die man eh schon in Büchern gelesen hat, Wie geht man vor Ort dann mit Schwierigkeiten um, die sicherheitsrelevant sind? Oder auch zum Beispiel, wie läuft in der Theorie eine Helikopterbergung ab? Solche Dinge, wir haben etliche Filmaufnahmen davon und diskutieren mit den Leuten. Jetzt ist zum Beispiel momentan gerade ein Notfallsanitäter, der über 4500 Notfalleinsätze mit dem Hubschrauber in Österreich schon geflogen hat, bei mir in der Ausbildung. Und wenn der da erzählt sozusagen, wie das wirklich läuft beim Helikoptereinsatz im Solent, den wir ja immer wieder mal üben, leider nicht. Du warst ja, genau, ja, da war die Situation. Ja, die sind genau. ja gekommen, ja. aber dann sind sie wieder abgehauen. Ja, genau, leider. Schade, ist, ja. Ja, also manches Mal gelingt es uns, wir sind also dort im Solent und sind in Kontakt mit der Coast Guard und immer wieder mal kommen die und die brauchen ja auch verlässliche Übungspartner, um das geht es ja eigentlich. Und immer, ich sage mal, jedes dritte oder jedes vierte Mal können wir wirklich so eine Helikopter-Exercise durchführen mit einer der Stationen dort. Und das ist natürlich dann ein Highlight für die Teilnehmer. Und in deinem Fall war es so, dass wir dort waren, dass der dann gekommen ist, glaube ich. Gell? Ja, er kam und dann sagte er, also hatte er sich über Funk gemeldet, schwebte dann so eine ganze Weile in der Nähe, stand mehr oder weniger ein bisschen abseits vom Boot in der Luft und sagte dann irgendwann, er würde es ungern machen wollen, weil es zu wenig Wind war. Und das hat uns ein bisschen überrascht, warum jetzt zu wenig Wind für die ein Handicap ist, aber das Problem ist wahrscheinlich tatsächlich, wenn wir uns nicht schnell genug bewegen und sie keinen Wind von vorne haben. Richtig, ja, genau. Dass sie dann einfach der Wind, den der Hubschrauber, dieser Downwash, ganz genau, den geht es eigentlich, genau. Dass er da einfach Schwierigkeiten wahrscheinlich hatte und Angst hatte, dass er uns da irgendwas kaputt macht. Genau, genau so ist es, ja. Ganz genau, genau um das geht es. Und ich finde es auch sehr seriös, dass sie sagen, okay, unter diesen Verhältnissen ist es einfach zu gefährlich, machen wir nicht. Und also im Ernstfall würden sie es wahrscheinlich trotzdem machen. Ja, absolut, aber, ja klar, ja, keine Frage.
hoffentlich gemerkt. Not today. Maybe have your emergency tomorrow. Sehr gut, genau. Na, und die müssen ja auch üben, zum Beispiel, genau bei der Aktion, wo du dabei warst, war es ja auch so, dass der Erstkontakt mit dem Hubschrauberpiloten also per Funk, zuerst per Telefon basiert ist, dann per Funk. Und dann fragt mir doch der Helikopterpilot, wo wir wären. Mhm. Und dann erkläre ich ihm, wir sind 100 Meter südlich von der Poje so und so. Ich glaube, das war Keilstadt oder Keilstadt-Witt. Mhm. Und dann sagt er, ja, ist okay, er weiß, wo das ist, aber er braucht die Koordinaten. Und zwar deswegen, weil sein Auszubildender sozusagen einen Koordinatenflug machen muss. Also die müssen ganz genauso üben, wie jeder andere auch. Und, und deswegen wäscht da eine Hand die andere manches Mal. Ja, nee, das war sehr, sehr spannend. Also das war ein bisschen schade, wie gesagt, dass es dann nicht bis zum bitteren Ende funktioniert hat, aber es war schon mal auf jeden Fall. Du kommst noch einmal mit und dann machen wir das. Kriegen wir schon hin. Aber überhaupt, also die ganze Praxistüren fand ich sehr interessant. Fein, das war mir sehr, Also zum einen die Gegend, muss ich sagen, war ich echt überrascht, weil dadurch, dass ich, wie gesagt, Southampton und Portsmouth nur so als Abflughäfen kannte, habe ich auch diesen Solent immer so ein bisschen als, ja, ich sag jetzt mal, relativ industriebelastetes Revier im Auge gehabt. Wo ich mir gedacht habe, so, naja gut, okay, also wenn du in Southampton da rauskommst, da ist diese riesen Raffinerieanlage und das ist zwar alles ein bisschen Industrieromantik, aber richtig, richtig schön ist eigentlich was anderes. Ne? Bin ich für dir. Und ich weiß noch, wir sind dann ja auf dem Trip, wir haben jetzt mit dem Humble River in Humble getroffen. Mhm, genau. Dann da losgefahren, da startest du immer mit den... Da starte ich immer, ganz genau, in Port Humble, Marina, genau, da starte ich immer. Eben, und dann fährst du raus und kommst in das Southampton Water und siehst sofort als erstes diese von dir angesprochene Marina, die im besten Fall industrieromantisch ist, aber nicht wirklich schön, gebe dir recht. Und dann fährst du um die Ecke herum und plötzlich bist du in der Gegend wie aus einem Rosamund Pilcher Roman. Irgendwie so... Ist es nicht so, oder? Ich weiß nicht, also wie hieß das? Beaulieu River, wo wir da reingefahren sind. Also da hast du mich wirklich gehabt. Ne? Wir haben auch wirklich das Glück gehabt, dass wir da nachts reingefahren sind. Also beziehungsweise schon abends reingefahren sind. Im November ist ja auch schon recht früh dunkel. Ja. Und ich fahre nun sowieso, also wenn ich die freie Wahl habe, ich segel eigentlich lieber nachts als tagsüber, häufig. Ah, okay. Also ich mag das unheimlich, also gerade so diese Dämmerungszeit mag ich unheimlich gerne auf dem Wasser und auch mich mit Bojen irgendwie da durchzuhangeln oder sowas, das finde ich hochgradig interessant. Nee, aber auch dieser Fluss, der war einfach ein absoluter Traum, hat mich total erinnert an... Stück weit im ersten Moment so an meine Anfangszeit des Segelns tatsächlich, weil ich hatte mit meinem ersten Boot in Lübeck gelegen und dann musst du immer abends, wenn du denn auf der Ostsee gewesen bist, die Trave rauf. Okay. Die ist zwar deutlich breiter als der Beaulieu River, aber auch wenn das dann abends, der Wind schläft ein, noch so im letzten Hauch dann da so mit einem halben Knoten lang segelt, den Tonnenstrich runter. Das hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Aber das ist eine traumhafte Ecke da. Na, dann ist naturräumlich wunderbar, es ist historisch extrem schön. Du segelst drauf einen sich windenden Fluss irgendwie, der bei Niedrigwasser, also wirklich ein schmaler Wasserkanal ist zwischen den Bojen, und bei Hochwasser hat man das Gefühl, ist eh recht breit, geht ganz gut, gell? Und dann segeln wir rauf und kann Vögel, Enten, Gänse beobachten im Naturschutzgebiet, das ist ein Vogelschutzgebiet, und man segelt dann hinten rauf, 2-3 Meilen windet sich dieser Fluss rauf und man kann raufsegeln bis nach Packlersharz, sind wir ja auch, oder? Und das finde ich extrem toll, weil es einfach dann auch so geschichtsträchtig wird plötzlich. In Packlersharz sind ganz lange die großen englischen Schiffe gebaut worden und wir legen dort an, eigentlich im Hinterland, sehr geschützt von dem jetzt mittlerweile New Forest, früher war das einfach ein natürlich bestehender Wald, den haben sie dann abgerodet, um Schiffe zu bauen, und dann mussten sie wieder neu anpflanzen, diesen New Forest, deswegen heißt er auch so. Und also jetzt geschützt im Wald, eingebettet zwischen Hügeln, liegen diese alten, ehrwürdigen Gebäude, und man kann noch diese Slipways sehen, wo die alten Kriegsschiffe zu Wasser gelassen wurden, und da atmet jeder Stein englische Seefahrtsgeschichte aus. Also ich spüre das so, und dann geht mir das Pub, dessen Namen wir jetzt gerade vergessen haben, Siemens, hab's vergessen, glaube ich, und dann geht mir ins Pub rein, es ist
dunkelkuschelige Atmosphäre, offenes Feuer und am Kaminsims rechts und links sieht man was, nicht irgendwelche Kerzen, sondern man sieht Steuerbord und Backbord liegt über dem offenen Kamin. Also es ist irgendwie, es ist Seefahrt pur dort, das ist fantastisch. Ich fand diese Kneipe, fand ich irgendwie ganz, ganz surreal, so ein bisschen. Ne? Ja, also es ist surreal. So, zum einen, was ich sehr witzig fand, war, es war unheimlich still da drin. Also wirklich, wirklich ganz, ganz still. Obwohl es also nicht leer war. Ne? Es waren viele Leute da, aber jeder unterhält sich irgendwie so ein bisschen gedämpft. Das hatte so ein bisschen so einen Harry Potter Charakter. Absolut, ne? Man kommt da rein und man hat so das Gefühl, Moment, so man kommt da rein, das erste Mal in seinem Leben als Fremder. Aha. Und man hat das Gefühl, dass man so, alle sind verstummt. Ne? So keiner sagt mehr was und guckt dich an. Aber es wurde dann auch später nicht viel lauter. Also die Leute sind da alle sehr, sehr ruhig gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Aura gewesen. Ja, klar, die ganze Gegend wirkt so auf dich. Ja. Und wenn du danach dann aus dem Bar rausgehst und dann draußen stehst und im besten Fall steht noch der Mond über dem Puli River und du hörst im Hintergrund die Eulen irgendwie, dann, das ist doch unglaublich beruhigende, befriedigende Stimmung da draußen und dann gleichzeitig noch so geschichtsträchtig, also wow, ist unglaublich. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil der Name ja doch irgendwie eher französisch klingt als kommt natürlich auch von einem französischen Arzt, glaube ich. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ist es. Jedenfalls kommt es von einem französischen Comte, der dort tatsächlich gelebt hat. Und es gibt ja auch zwischen der Marine, in der wir angelegt haben, und diesen alten Gebäuden eine kleine Hütte, wo der Comte de Bully, oder ja, ich glaube, ich spreche das richtig aus, gelebt hat tatsächlich. Und ich glaube, der war Arzt. Und von daher, kommt der Name auch, ganz genau. Ja, dann macht das wieder Sinn. Weil ich war nämlich jetzt ein bisschen überlegt, weil eigentlich sind die ja doch sehr darauf bedacht gewesen, sich da unten gegen französische Einflüsse zur Wehr zu setzen. Ja, das sieht man auf der anderen Seite überall auch im Solent, weil du sagst, zur Wehr setzen, gerade diese großen Forts, die es am Ostausgang gibt vom Solent. Es gibt da vier große, runde Forts, die so in den 1850er und 60er Jahren gebaut worden sind, mit geschätzten 60, 70 Metern Durchmesser und 20 Meter Höhe. Als Abwehreinrichtungen gegen eine mögliche französische Invasion. Also natürlich der Solent ist natürlich das Herz der englischen Seefahrt. Und da gibt es auch Portsmouth, diesen Marinekriegshafen. Der muss geschützt werden, der muss tatsächlich geschützt werden. Ist ja gerade vor 3-4 Wochen dort ein neuer Flugzeugträger nicht zu Wasser gelassen worden, aber getauft worden, weil die Queen Elizabeth dort und war eine große, große Feier. Also genau dort, wo wir auch geübt haben. Ich glaube, wir haben da drinnen geübt, das Anlegen an der Boje und das Segeln. Da gegenüber ist jetzt dieser große Flugzeugträger eben getauft worden. Das ist also das Herz der englischen Kriegsmarine. Nach wie vor sind über 60% aller Kriegsschiffe von England beheimatet dort in diesem Portsmouth-Hafen und deswegen ist er eben immer schon sehr geschützt worden und diese Forts zeugen also davon, dass, genau. Gut, aber ich glaube, die Bedrohung durch den Franzosen ist heute nicht mehr ganz so groß im Solent. Glaube ich auch, ja. Aber es sind auf jeden Fall beeindruckende Dinger, die da waren. Aber auch auf der anderen Seite, am Westausgang ist ja auch nochmal so ein Riesenfort. Also das Ding ist ja zu beiden Seiten eigentlich komplett. Für alle Befestigungsanlagen, Ich glaube, also wenn die damals nicht wollten, dass man da reinfährt, dann ist man da auch nicht reingekommen. Ja, auf der Westseite von der Isle of Wight oben findet man immer noch ganze Geschützbatterien, die den ganzen Solent übersteuern können, natürlich. Wir haben uns ja dann ein bisschen da auch rumgetrieben und ich bin auch sehr, sehr beeindruckt gewesen, auch von den ganzen Übungen, die du da so ein bisschen mit eingestreut hast. Das fand ich sehr spannend. Ich weiß noch, diese spannendste Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich diese eine Nacht-Nummer mit dem, wo du einfach in der Seekarte so ein kleines Kreuzchen gemalt hast und gesagt hast, bring uns mal so schnell wie möglich dahin. Und dann stehst du da im Dunkeln an Deck. Das Kreuzchen ist in der Karte, also du hast auch irgendwie keine wirkliche Orientierung, wo du sagst, da musst du hin. Und dann so mit so einem Peilkompass und dann irgendwie Bojen anpeilen. Genau, ohne und, GPS nämlich, um das geht es ja. Ja, also ja, genau. Wirklich ohne GPS. Also die Bojen gibt es, das ist schon mal eine nette Geste. und dann wirklich also mit einem Peilkompass und dann faszinierend fand ich dann also wirklich auch sozusagen so, okay, gut, so muss die Boje muss so und so gepeilt auf so und so viel Grad haben und die Boje musst du auf so und so viel Grad haben und dann
das im Kopf zu abstrahieren und zu sagen, okay, wenn ich die jetzt aber 5 Grad weiter rechts habe und die andere ist noch 5 Grad weiter links, dann muss ich in die Richtung noch ein bisschen weiter und das dann so hinzupeilen und dann irgendwann zu sagen, so, ich bin jetzt da und dann aufs GPS zu gucken und das dann mit der Karte zu vergleichen und irgendwie feststellen, okay, man lag jetzt 20 Meter daneben. Super toll, oder? Dann ist das irgendwie schon so ein Ding, wo du sagst, okay, also das funktioniert dann auch, wenn wirklich mal was schief geht, ne? Wenn wirklich mal irgendwie ein kleiner Notfall oder sowas passiert und dir gibt jemand eine Koordinate und du hast kein GPS und dann brauchst du sowas auch. Ganz genau. Also diese Übungen zielen genau auf das hinab, dass man einfach dann, wenn es drauf ankommen würde, weiß, welche Hilfsmittel man verwenden kann und womit man arbeiten kann. Zum Beispiel ein total unterschätztes Hilfsmittel, glaube ich, für die Orientierung sind immer diese Contour Lines, die Tiefenlinien, die dir wirklich eine gute Orientierung geben können. Also im Sinne von Blind Navigation kannst du einer Contour Line folgen und kannst dich sehr gut orientieren, weil unser Tiefenmesser funktioniert ja noch. Ja. Jetzt in der Übungsannahme, gell, und das ist sehr toll. Was ich auch faszinierend fand, war da nachts diese Rückfahrt von Portsmouth rüber nach Cowes. Wie schon gesagt, es ist gar nicht wirklich Nacht, ne? Sondern es wird ja einfach nur extrem früh dunkel. Später Nachmittag, es ist schon dunkel, genau. Aber es fühlt sich irgendwie an wie 22 Uhr abends. Und ich fand das einfach faszinierend, was da auch an Verkehr unterwegs gewesen ist. Ne? Die ganzen Hochgeschwindigkeitsfähren, Hovercraft. Also Hovercraft finde ich irgendwie absurd. Ich frage mich mal, ob sich das irgendwie auch nur ansatzweise finanziell rechnen kann. Die Dinger müssen doch unglaublich Geld kosten. Glaube ich auch, ja. Die sind laut. Die fahren dort, seit die den Solent kennen, und die werden wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden, kann ich mir vorstellen. Naja, diese Nachtansteuerungen sind natürlich wichtig, die muss man üben, und das ist ein Argument für die Trainingszeit im Winter eben, wie du angeschnitten hast, es wird früh dunkel. Ich meine, um 4:30 Uhr nachmittags war es mehr oder weniger dunkel, um 5 war es ganz sicher dunkel, und das hat bedeutet, dass wir eigentlich täglich mindestens eine, eher aber sogar 2 Nachtansteuerungen durchführen haben können, weil wir einfach ständig noch in der Zeit unterwegs waren. Und natürlich die Hafenaus- oder Hafeneinfahrt von Portsmouth ist spektakulär. Da gibt es natürlich Schifffahrtsverkehr ohne Ende. Da gibt es alle möglichen Seezeichen und auch Besonderheiten, die man auf der Seekarte gar nicht so ohne weiteres herauslesen kann, wo man tatsächlich dann einen Revierführer dazu braucht. Diesen Smallboat Channel, vielleicht kannst du dir erinnern, wo man eigentlich außerhalb des engen Fahrwassers bleiben muss, solche Dinge ab einer bestimmten Bootslänge darf man erst rein. Ich kenne das nur so als Recommend, also als empfohlener Channel oder so. Aber dass sie wirklich sagen, also alles, was kürzer 10 Meter, es darf da nicht. 20 Meter, 20 ist egal. Ja. Also genau, ja. Oder diese Spezialität, dass es dort ja diesen Queen's Harbour Master gibt, den QHM, den man anfunken muss. Bei dem muss man sich melden, auch wieder, wenn man eine Länge hat von über 20 Metern, muss man sich tatsächlich anmelden. Und wir aber mit unserem Segelboot, wir sind natürlich wesentlich kürzer, wir haben nur die Verpflichtung, den Kanal abzuhören, den Channel 11 dort, weil dort spielt sich halt der gesamte Verkehrsfunk ab. Gell? Und da, du hast es ja live erlebt, dort gibt es echt Verkehr, gell? Dort ist was los, und deswegen macht es durchaus Sinn, dass man da am Laufenden ist, was da passiert. Ja, und wir haben dann Portsmouth verlassen, sind raus. Das heißt also, es hätte gar nicht Not getan, du hast nur mich sozusagen hinters Licht geführt, als du sagtest, ich muss dem erzählen, dass wir den Kanal, die Wasserseite wechseln. Also Punkt 1, er wird dir nie hinters Licht führen. Damit fangen wir jetzt mal an. Er wird dir nie hinters Licht führen. Ich wollte nur gucken, ob ich funken kann. Nein, nein. Wenn ich schon kein SRC mitgebracht habe. Genau. Na, also da ging es um Folgendes. Da geht es dann darum, dass man im Hafenbereich, also im Einflussbereich vom QHM, Queen's Harbour Master, das Fahrwasser überqueren will. Und wenn man das tun muss oder will, dann muss man sich tatsächlich melden. Dann schon. Okay. Also, und deswegen hast du auch angefangen, hast gesagt, QHM, das ist Sailing Yard. Keine Ahnung, wie war unser Name? Das war völlig absurd. Ich komme mir das auch. Ja. Modernistic Lady, wo ich mir dachte, das okay. Wenn der jetzt von mir will, dass ich das buchstabiere, dann bringe ich ihn um. Genau, also im Falle einer Querung des Fahrwassers musst du dich melden. Also das war, ich habe dich nicht hinters Licht geführt. Da sind wir ja dann in die Marina, in die Gunwharf Cay Marina.
alles richtig, ja. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit, direkt unter dem Spinner-Kataler dann runterzulegen. Ich habe mir gefragt, schon öfter gefragt, ich wollte das immer mal nachgucken, was das damit eigentlich auf sich hat, warum das da eigentlich steht. Also es ist ja so ein Spinnaker. Es ist ein Spinnaker-Form, ist über, ich glaube, 150 Meter hoch. War höchst umstritten, hat natürlich ein Mods-Defizit in der Kasse hinterlassen, war teurer als geplant, ist gebaut, ich glaube, 2003. Und erinnert natürlich auch ein bisschen an den Spinnaker in Dubai, glaube ich, steht da. Ne? Und von dort ist er auch mit subventioniert, das weiß ich. Ist im Grunde einfach nur ein Wahrzeichen ohne konkrete Funktion. Ohne konkrete Funktion. Und das Restaurant oben drin, ne? Das ist, glaube ich, alles. Ja, es ist eine Aussichtsplattform drin, wo man einen kleinen Kaffee trinken kann. Nicht einmal ein ordentliches Restaurant ist drin. Also ja, einfach nur Selbstzweck sozusagen, aber die sind sehr stolz drauf. Mhm. Für den Segler ist das Spinnaker natürlich mittlerweile eine tolle Möglichkeit, sich ständig orientieren zu können, weil den sieht man ja nahezu vom ganzen Solent aus, genauso wie diesen einen Chimney, den Kamin von dem stillgelegten Kraftwerk. Die beiden Türme sieht man ja von sehr weit. Ja, und dann haben wir also diesen Hafen verlassen, sind im Smallboat Channel raus, gell, und sind dann halt raufgesegelt nach Kaos, mit der Strömung von hinten natürlich. Und dann ist dann eben wichtig, dass jemand von der Crew zuständig ist für den Passageplan. Jemand muss einen kleinen Plan machen, wie kommen wir darauf, welche Bojen werden wir passieren, in welchem Winkel, wo müssen wir aufpassen, wo gibt es Untiefen, wo ist der Schifffahrtsverkehr, wo müssen wir uns draußen halten und. Und dann ist natürlich in der Nacht. Das sind aber auch Sachen, ja, die für die Prüfer, also die will so ein Prüfer nachher auch sehen. Die will er sehen, tatsächlich, die will er sehen, ja, genau. Die will er sehen, dass du einen kleinen Passageplan oder einen Pilotageplan zumindest erstellt hast. Üblicherweise ist es so, die Prüfer wollen einen Passageplan sehen. Das ist also eine Reiseplanung einer größeren Tour. Lass es mindestens 2 Tage sein vielleicht, und du musst im Vorfeld einfach alle Dinge klären, die du für diese Reise brauchst. Du musst das Schiff ordentlich ausrüsten, du musst klären, wie der Wetterbericht sein wird, du musst die Mannschaft briefen, du musst schauen, dass das Seegebiet zur Schiffskodierung passt, du musst Ersatzpläne haben, du musst die Kontaktnummern zu unterschiedlichen Coast Guard Stellen eingetragen haben. Also du musst dir einen quasi Plan machen, der dir helfen würde, auf der Reise dich ständig irgendwie zu orientieren oder auch im Notfall die richtige Nummer parat zu haben. Das ist der eine Teil, Passageplan. Im Gegensatz dazu brauchst du für jede Hafenaus- oder Einfahrt einen Pilotageplan, einen kurzen Schwindelzettel, der dir hilft, auch ohne funktionierenden Plotter in einen auch noch so komplizierten Hafen, wie es Portsmouth zum Beispiel ist, rein oder raus zu finden. Dort trägst du einfach alle Leuchtfeuer ein, alle Peilungen, alle Besonderheiten, die du dann brauchen könntest. In der Dunkelheit nimmst du dann diesen kleinen Schwindelzettel mit ans Steuer. Mit deiner Stirnlampe, mit der Rotlichtlampe kannst du dann diesen Schwindelzettel ablesen und solltest alle notwendigen Infos drauf haben, eben um da sicher rauszukommen. Ich finde sogar noch eine Stufe weiter. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil ich habe das eigentlich schon immer gemacht, wenn ich nachts unterwegs gewesen bin. Ja, cool. Irgendwo. Und zwar nicht zuletzt auch deshalb, weil man ganz viel einfach, ich sag mal, weglässt, sondern wirklich sich, man konzentriert, man schreibt auch, okay, ich weiß, ich bin dann nachts unterwegs, dann zeichne ich mir auf diesem Ding auch irgendwie gar nicht Landverläufe oder sowas ein, sondern ich habe wirklich nur ein weißes Blatt Papier, wo diese Bojen drauf sind. Weil das ist nachher im Zweifel auch das Einzige, was ich eh sehe. Und man lässt eben Dinge weg, die sowieso eigentlich nicht wirklich relevant sind. Richtig, und kann sich tatsächlich nachts, finde ich, viel besser orientieren mit so einem einfachen Skizze. Die ist dann zwar auch in Umständen nicht maßstabsgetreu, aber das finde ich ganz, ganz relevant. Naja, und dann natürlich auch nachts nach Chaos reinzufahren. Ich meine, das ist ja nun so ein bisschen so das Herz des englischen Segelns. Schon, ja, das emotionale Herz, eindeutig, genau. Ja. Nein, man, dort sind etliche große Regattas erfunden worden. Der America's Cup kommt von dort, oder das Fastnet Race startet dort. Es gibt alljährlich die Chaos Week, wo tausende und abertausende Schiffe diese Insel umrunden in unterschiedlichen Klassen. Dort gibt es diese immer wiederkehrenden J-Class. Ja, wie nennt man es denn, wenn Schiffe gemeinsam auffahren und einfach sich präsentieren, die Paraden, ja genau. Aber auch wieder die Regattas der großen alten Segelboote. Also,
den Chaos natürlich, wo auch der Royal Yacht Squadron beheimatet ist, dieser absolut, absolut elitäre Segelclub mit den Messingkanonen vorne auf der Balustrade, die dann das Startsignal sind für die Regattas. Also alles irgendwie Seefahrt pur auf Englisch elitärem Niveau und da trifft sich also Seefahrtsgeschichte und moderne Sportschifffahrt eigentlich und Regattasport trifft sich alles in Chaos eigentlich. Also das ist schon sehr toll, ja, genau. Und passt natürlich auch zusammen, wenn das auch so die militärische Basis ist. Ich mag jetzt mal unterstellen, dass das natürlich auch die Lords gewesen sind, die wahrscheinlich diesen Yachtsport einfach da an der Stelle auch etabliert haben. Das glaube ich schon auch, wobei die militärische Basis dann doch eher Portsmouth war. Also, also Chaos ist eher so irgendwie... Na gut, dass das ein bisschen abseits ist, ist ja auch genau. Naheliegend fast. Ne? Also ich meine, wir reden ja, das ist immer so witzig, wenn man eine Karte vom Solent hat und das im ersten Moment denkt man so, wow, der Solent, das Herz Englands, Segelwelt, das ist ein Riesenareal. Überhaupt nicht. Ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht, ja nein. Klitzeklein eigentlich. Klitzeklein, es ist einfach nur diese Wasserstraße zwischen der Isle of Wight und der Hauptinsel mit einer Längenerstreckung von vielleicht 25 Meilen, wenn überhaupt, und einer Breite von maximal 3 Meilen. Also ein kleines Revier eigentlich. Nur in dem Revier spielt sich es halt total ab. Dort findet man alles, was man braucht zum Trainieren, zum Üben. Alle Besonderheiten findet man dort und auch landschaftliche Schönheiten. Also ja, es ist kein großes Revier, überhaupt nicht. Wie lange fährt man eigentlich einmal rum? Hast du das mal gemacht? Einmal rumsegeln um die Isle of Wight? Wir hatten ja ein paar Mal drüber gescherzt. Ja, habe ich schon gemacht. Es kommt natürlich darauf an, wie geschickt du mit oder gegen die Gezeiten navigierst und es kommt aufs Schiff drauf an. Aber schau, die Runde um die Isle of Wight wird sein, schau, das sind 9 Meilen, das sind 18 Meilen, 25, wenn zwischen 27 und 30 Meilen sein, also wenn du das Ganze geschickt machst. Ja, genau, es ist so, genau, es geht also ganz leicht am Tag, ja, wenn du mit den Gezeiten ordentlich kalkulierst, weil das kann natürlich extrem mühsam werden, wenn man gegen die Gezeiten arbeiten will. Ja gut, wenn du jetzt gegen die Strömung auf der Ostseite rausfährst und gegen die Strömung auf der Westseite kleines rein, Problem. Dann hast du auch wahrscheinlich eindrucksvoll bewiesen, dass du das mit der Tidenrechnung noch nicht so ganz drauf hast. Genau. Doch, kann man einen Kurs machen. Ja, das ist schon. Und auf der Insel selber, hast du dich da mal rumgetrieben? Ja, natürlich, ja. Die Insel selber kenne ich, also jetzt sehr gut ist übertrieben, aber so den zentralen Teil und den nordwestlichen Teil, den kenne ich sehr gut eigentlich. Und die Gegend ist unglaublich schön, echt. Das ist unglaublich schön. Es ist eine ganz sanfte Landschaft, grüne Hügel, kaum große Wälder, aber viele vereinzelt stehende Waldinseln irgendwie und Schafherden noch und nöcher. Sind dort drei sind es eigentlich Flussmündungen, die auf ganz natürliche Art und Weise ihr Wasser in den Solent ergießen und die landschaftlich extrem schön sind. Und natürlich auf der Westseite, das Ende der Isle of Wight, die berühmten Kalkkreidefelsen der Needles, Da sind wir gewesen, wir sind rausgesegelt, ja. Aber die sind nicht nur eben vom Wasser aus schön, sondern immer wieder mal, wenn es sich ausgeht, bringen ja gerne die Leute rauf, also wir legen dann in Yarmouth an, ja. Gell, und fahren dann mit dem Bus rauf und wandern dann die letzten 2-3 Kilometer auf diese Inselspitze rauf und raus und sehen dann auf den Kanal Richtung Westen, ins Unendliche sozusagen, und dann auf der Nordseite sieht man dann die englische Hauptinsel und es ist unglaublich beeindruckend. Gell? Also schöne Gegend, beeindruckende Gegend. Und auf der Südseite brechen ja diese Kreidefelsen ab, wie man sie von Dover oder von Brighton kennt. Keine Ahnung, lass es 100 Meter sein, 120 Meter Höhenunterschied. Senkrechte Kreidefelsen, unglaublich beeindruckend. Und es ist halt die Gegend auf der Südseite, wo man, das spricht wieder mich als Biologen an, wo man sehr, sehr viele Spuren urzeitlichen Lebens findet. Das ist ja, also Kreide, ist ja aus der Kreidezeit, ja. Genau. Und da gibt es also Fossilien, da gibt es Spuren von Dinosauriern, da gibt es Ammoniten und Schnecken. Und wenn man sich dafür ein wenig interessiert, ist das ein Paradies. Ich kenne so ein Stückchen Strand in Dänemark, wo auch so ein kreidiger Felsabbruch ist. Und wenn man da nach einem kräftigen Sturm da über den Strand läuft, wird man irgendwie so in 5 Minuten irgendwie 10 kleine versteinerte Fossilien in der Hand. Also die liegen da einfach so rum. Ist das da auch so? Ja, das ist auch so, ganz genau so ist dort. Und natürlich, je höher das Wasser steigt, umso weniger findest du. Aber bei Ebbe
zur Springzeit zum Beispiel, wo das Wasser ganz besonders tief steht, da findest du wirklich viel und das ist echt sehr toll. Es gibt auch 2 oder 3 Museen, es gibt dort Führungen zu diesem Thema natürlich, die bauen das Thema natürlich aus, würden wir ja auch, gar klar, die gibt's Dinosauriermuseen und. Aber wie gesagt, noch einmal die Insel, die ist wirklich extrem schön, ist ganz, ganz ruhig und hat eine gute, kräftige Ausstrahlung. Es gibt 2, 3 kleine Orte, so an Straßenkreuzungen in der Mitte drinnen, wo du das Gefühl hast, du bist in andere Zeit versetzt. Gell? 5, 6, 7 Häuser, eine Kirche in der Mitte, ein altes Gasthaus, ein kleiner Waldgürtel um die Häuser herum und das ist fantastisch. Also, ich war da nämlich auch schon im Winter im Urlaub und dann ist ganz besonders kuschelig in den Dörfern und in den Wirtshäusern irgendwie bei offener Feuerstelle und draußen kannst du dann recht ordentlich stürmen und regnen und kalt sein und herausfordernd sein und dann gehst du wieder so in diese geschützten Ortschaften rein. Das ist sehr schön. Also die Isle of Wight ist wunderschön. Ja. Ich muss ja gestehen, nachdem wir da unterwegs waren, bin ich ja dann nach London gefahren, genau, ja. Und habe da mich nicht nur mit Kinga getroffen, sondern auch noch mit 2 Freunden. Und wir haben den Plan geschmiedet, dass wir nächstes Jahr im Sommer mal 2 Wochen da unten Schiff chartern wollen. Wie super, ja, sehr schön. Insofern bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Mhm. Also ich muss jetzt noch mal gucken, wo man da ein Schiff herkriegt. Kann ich da gerne helfen. Ich kann da mit Charterbauten helfen, ich kann da mit Literatur helfen und. Dann kenne ich mir tatsächlich gut aus und da kannst du eine traumhafte Zeit verbringen. Also Solent ist natürlich nicht nur Trainingsrevier, sondern einfach eine schöne Gegend. Das wird sehr, sehr großartig. Wir haben allerdings auch ein Pflichtprogramm. Wir müssen einmal um Land's End rum. Ah ja, okay. Deswegen wissen wir noch nicht genau, ob wir direkt im Solent das machen oder vielleicht sogar tatsächlich eher in Plymouth oder Falmouth dann starten werden. Weil, ich weiß nicht, kennst du Doc Martin? Diese Fernsehserie? Ja, ist aber schon lange her. Wir haben die witzigerweise, das ist wirklich urkomisch. Ich habe wirklich selten in meinem Leben eine so urkomische Fernsehserie. Ohne Klamauk. Also wirklich ohne Klamauk, aber einfach urkomisch. Mit diesem englischen Humor. Und das ist so ein, lässt sich ganz kurz zusammenfassen, für die, die es nicht kennen, ein sehr erfolgreicher Chirurg aus London, der plötzlich irgendwie an so einer Phobie leidet und kein Blut mehr sehen kann. Was natürlich als Chirurg ziemlich katastrophal ist. Kontraproduktiv. Und dann so Landarzt in so einem kleinen englischen Hafenstädtchen wird. Und aber auch als eine völlig zwanghafte Persönlichkeit. Also ganz lustig einfach gemacht. Und das spielt, jetzt habe ich natürlich den Ort nicht so ganz, aber es ist einmal Land's End rum und dann da gleich wieder rein, da ist so ein kleiner Hafen. Deswegen müsstest du dort hinsegeln. Da müssen wir hin, weil, keine Frage. Weil wir haben diese Serie entdeckt in der Karibik. Und zwar hatte uns da, das war irgendwie Bekannte, die wir da kennengelernt hatten in so einem Ankerfeld und die hatten uns irgendwie so eine Festplatte in die Hand gedrückt und gesagt, oh, hier ist eine Serie drauf, die müsst ihr gucken. Die ist einfach großartig so. Und dann haben wir also tatsächlich In der Karibik gelegen, abends an irgendwelchen Ankerplätzen in der Karibik und diese englischen Hafenfilme geguckt und gedacht, das ist ja großartig. Wie nett. Ja, wie nett. Also, wenn wir da chartern oder sowas, dann müssen wir da einmal hin. Jetzt müsst ihr hin. Ja, genau. Das muss man mal von der Wasserseite angesteuert. Na, sehr schön. Da wünsche ich viel Vergnügen. Das wäre ja sicher toll. Also die englische Südküste entlang zu segeln ist fantastisch, bin ich überzeugt. Ja. Also ich finde das sowieso großartig, ja. Wie gesagt, also wenn man dann müssen wir mal gucken. So weit ist das ja eigentlich nicht. Also wenn man irgendwie im Solent startet, sich dann so 2, 3 Tage im Solent rum, dann einen langen Schlag nach Falmouth. Das ist ja auch, was sind das? Keine 48 Stunden. Kann sein, ja, genau. Dann einmal rum. Ja, das kriegt man schon ganz gut hin in 2 Wochen. Silly Islands wären schön. Silly Islands könnte man natürlich auch noch auf jeden Fall dann mitnehmen. Ne? Dann braucht man schon wieder fast 3 Wochen. Right. Lohnende Ziele ohne Ende. Also Südengland ist echt fantastisch. Vielleicht einfach mal ein halbes Jahr rund England. Dann warum nicht? Warum nicht? Genau. Ja, genau. Ach ja, das wäre schön. Aber leider ja immer nicht so ganz simpel. Nicht immer ganz einfach zu realisieren, gell? Aber schauen wir mal. Wann bist du wieder da jetzt? Im Sommer hast du gesagt.
Na, früher, im Februar schon. Du bist jetzt im Februar, schon? Im Februar wieder, ja, genau. Ich bin vom 10. oder 11. Februar wieder 2 Trainingswochen dort. Im März auch wieder 2 Wochen, also wird nur intensiv, ja. Freue mich sehr. Okay. Aber dann ohne Prüfung? Mit Prüfung, jeweils mit Prüfung. Sind viele Kandidatinnen, ja. Okay. Gut. Wir müssen ja noch mal gucken. Ich habe ja meine Prüfung dann, wir hatten es ja schon angedeutet, nicht gemacht, weil ich mein SRC in Panama habe. Kann ich. Na, du musst einfach noch einmal mit. Du kommst im Herbst wieder mit nach England und dann werden wir das sehr souverän absolvieren, die ganze Geschichte. Auf das freue ich mich schon. Müssen wir da ordentlich feiern gehen im Pub. Ja, das, ich fand diesen Humble River da, diese Kneipe, das fand ich. Ja, finde ich, ja. Diese ganze Gegend da, die ist ja einfach... muss echt sagen, es hat ein bisschen mein Bild von England korrigiert. Ich kannte bisher England eigentlich immer nur so aus größeren Städten und oben Schottland. Und ja. Von daher war für mich immer so alles unterhalb von ja, Edinburgh ist so, ne? Aber ich muss gestehen, nee, es hat sich ein bisschen gewandelt jetzt auch durch den Turn da. Das war schon echt spannend. Und auch, du hattest es schon erzählt, also auch was man da so nicht nur an Fossilien, sondern auch überhaupt so an Leben auch entdeckt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön und auch für Biologen höchst interessant. Und wir haben auch vom Schiff schon tolle Beobachtungen gemacht zum Beispiel. Also Robben zum Beispiel. Mit dem Solent Robben. Wir haben in Cowes, im River Medina, haben wir Robben beobachtet. Also nicht häufig, aber das gibt es dort. Und es gibt auch Walhai und Riesenhai und so. Und etliche Seevögel, das erspare ich jetzt, die alle aufzuzählen, aber es ist also für Vogelkundler und für Biologen wirklich eine tolle Gegend dort, also abgesehen von den ganzen seglerischen Angeboten, die man dort so in Hülle und Fülle hat, ist die Naturlandschaft auch fantastisch. Also, ich kann mir das super vorstellen. Ja? Wir hatten auf dem Weg zu den Needles in so einem kleinen Fluss, Newtown River, genau. Da sind wir kurz reingefahren, hatten dann da kurz über Mittag sozusagen an so einer Boje festgemacht. Mm. Und da hatte ich schon gedacht, also gut, kam jetzt natürlich dazu, ich weiß nicht, wie voll das da im Sommer ist, das ist wahrscheinlich brechend voll. Na, nicht viel voller, weil es gibt nur, also da kann man nicht ankern drinnen, sondern man geht an die Bojen, da gibt es halt dann, keine Ahnung, 7, 8, 9 Boote drinnen und dann ist es schon wieder. Ah ja, gut. Ja, also mehr ist gar nicht da. Ja, ich glaube, es waren 20. Ich glaube, im Reads stand 20 Visitor. Okay, lass es 20 sein. Also brechend voll ist. Ja, aber ja es okay, ist immer gut, noch, wenn man nicht ankann, also man darf. Ja, es ist Naturschutzgebiet, ja. Deswegen nur in die Bojen gehen und der ruhige Charakter ist auch im Sommer gegeben. Also, okay, es werden mehr Boote sein. Aber ich finde das faszinierend. Also ich mag solche Ecken ja unheimlich gerne, wenn man immer so einfach irgendwo im Nichts liegt. Ich kann mich dann da tagelang einfach nur da sitzen und gucken. Ja, und wie sich die Gegend im Rhythmus von Ebbe und Flut ändert, doch vom Charakter her auch, oder? Ja. Da sinkt das Wasser dann, da kommen neue Inseln zum Vorschein, dann steigt das Wasser und du hast das Gefühl, du bist in einem großen Gewässer. Und dann sinkt das Ganze wieder, dann ist wieder kanalmäßig. Und es riecht auch anders natürlich, wenn man diese ganzen Schlickflächen dann plötzlich riechen kann und dann kommen auch andere Tiere, die sich auf den Schlickflächen bewegen. Also das ist unglaublich, da spürt man den Atem des Ozeans dort so. Darüber müssen wir mehr reden, über Tiere. Ja, liebend gern. Das wollen wir auch tun. Aber es ist gefährlich. Wieso ist es gefährlich? Ja, weil ich da ins Schwärmen komme, deswegen, weil ich ins Schwärmen komme und es könnte dann sein, dass ich zu viel spreche. Nein, zu viel kannst du, glaube ich, nicht sprechen. Nein, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und ich würde das tatsächlich ganz gerne machen, dass wir uns auch im nächsten Jahr vielleicht noch 2, 3, 4 Mal treffen und nämlich genau darüber sprechen. Nämlich genau das, was man eigentlich so alles da auch beobachten kann, wenn man mit dem Schiff unterwegs ist und was man von Bord aus an Tieren in der Luft und im Wasser. Boah, sehr gerne, echt. Da würde ich mich total gern bereit erklären dazu. Ja, das würde ich echt gerne mit dir machen, weil ich glaube, das würde echt funktionieren. Mach mal so eine Ocean Life Serie, kleiner. Eine kleine Ocean Life Serie. Ja, cool. Super Idee. Bin dabei. Perfekt. Gut. Okay. Haben wir noch irgendwas zum Thema Yachtmaster vergessen? Also wir haben jetzt so über das ganze Gespräch verteilt immer wieder Inputs gegeben zum Thema Yachtmaster. Fakt ist einfach, dass das eine Prüfung, eine Qualifikation ist mit hohem Niveau, keine Frage, und dass man, wenn man das machen will, durchaus schon Erfahrung mitbringen soll. Also man kann natürlich auch als Unerfahrener beginnen zu trainieren, keine Frage, aber wenn es dann zur Prüfung geht, dann soll man schon richtig sattelfest sein, weil üblicherweise ist es so, dass die Kandidatinnen während der Prüfung
nicht ihr normales Niveau erreichen, einfach wegen der Prüfungssituation. Gell? Und es ist ja nicht so, dass Erwachsene da anders ticken als Kinder. Vielleicht sogar eben im Gegenteil, weil Kinder sind es von der Schule her noch gewohnt, irgendwie geprüft zu werden. Und das sagt ja vor allem ganz klar, dass eine Prüfungssituation im Schnitt dazu führt, dass die Leistungen von 100% auf, mein Gott, 80-70% runtersinken. Das heißt, man muss schon ordentlich vorbereitet sein. Und dann auch mit einer ständigen Beobachtungssituation umgehen können. Der Prüfer ist dann wirklich an Bord und macht sich ein eingehendes, vertieftes, intensives Bild von dir und deinen Fähigkeiten als Segler, als Mannschaftsführer. Das fand ich auch, also Crewführung war ein Punkt, der bei mir als Einhandsegler natürlich auch ein Thema ist. Ja, klar. Ja. Leute einteilen, wo ich teilweise denke, bevor ich den eingeteilt habe, habe ich das selber gemacht. Keine Frage. Verstehe ich total gut, genau. Ist aber eben dann für so eine Prüfung und oder auch, wenn du so wie ich öfter Chartercrews führst, dann musst du es plötzlich machen. Gell? Und dann müssen die Leute wissen, was sie zu tun haben. Dann musst du Rollen verteilen und musst die Leute namentlich einteilen und denen einen Job zuteilen, sozusagen. Gell? Das ist natürlich für dich eine ganz fremde Geschichte, weil du ein genialer Segler 6 Jahre allein unterwegs warst. Das ist richtig, oder? Also unglaublich. Ja. Ja. Dafür bist du mit dem Boot verwachsen wie kaum ein anderer Mensch. Also ich habe es dir schon erzählt, wenn ich die beobachte am Schiff, am Steuer, dann habe ich das Gefühl, dass das Schiff gehört zu deinem Körper, so organische Einheit mehr oder weniger. Gell? Und das fehlt natürlich vielen Menschen, die halt so wie ich im späten Erwachsenenalter anfangen mit der Segelei. Gell? Ja, wobei so klein war ich ja auch nicht, als ich angefangen habe. Also ich war erst mit, weiß ich gar nicht, wie alt war ich denn da? 25. Ja, genau so. Aber vielleicht einfach, weil du 6 Jahre durchgehen, mehr oder weniger. Ja, 6 Jahre durchgehen auf dem Schiff gewohnt, das eben. Ist natürlich klar, da ist, genau. ist vieles ja. und wahrscheinlich absolut auch einfach vieles, weil ja, wahrscheinlich auch, weil wenn man alleine als Einhandsegler unterwegs ist, man einfach ja viele Sachen einfach Macht verinnerlicht zu einem Automatismus bringt. Ohne je drüber sprechen zu müssen, weil es ist eh niemand da, dem man das irgendwie jetzt sagen muss, mach das mal so und so, sondern man macht das einfach so, wie man das und dann. Genau, wenn du plötzlich eine Crew hast, die irgendwie eingeteilt werden muss, ist für die nicht selbstverständlich und ist aber eigentlich dann doch wichtig im Grunde, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. Was mir noch einfällt gerade, als ich zurückkam, wurde ich auf, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auf Instagram war das, hat mich jemand gefragt, wie das eigentlich ist, ob das alles in Englisch ablaufen muss. Also es muss nicht alles auf Englisch ablaufen. Es ist dann so, du hast ja live mitbekommen, die nautisch relevanten Dinge an Bord werden schon in Englisch besprochen und gesprochen, Kommandos zum Beispiel. Aber natürlich, die Umgangssprache an Bord ist der Landessprache angepasst. Das heißt, wenn wir alles deutsch sprechende Menschen sind, werden wir nicht zwanghaft beim Abendessen Englisch sprechen. Ich meine jetzt auch mit Blick auf die Prüfung hin. Ja, weil der Prüfer ja natürlich nicht so viel Deutsch kann. Und richtig, genau. Also die Prüfung ist in Englisch und somit ist die Sprache auch ein Thema. Keine Frage, es ist so. Keiner muss perfekt Englisch sprechen, überhaupt nicht, tue ich auch nicht, überhaupt nicht, aber es, sagen wir, formulieren wir es so, wenn je schwieriger oder je schlechter die Englischkenntnisse sind, umso schwieriger wird auch die Prüfung, weil es kommt halt ein Aspekt noch dazu, Thema, den man geistig verarbeiten muss, nämlich die Sprache. Und je selbstverständlicher die Sprache ist, umso weniger Energie muss ich halt in dieses Sprachverständnis stecken, klarerweise. Es ist auch schon so gewesen, dass ich während einer Prüfung als Übersetzer funktioniert habe. Der Prüfer, der checkt es natürlich sofort, dass ich eben wirklich nur übersetze und nicht jetzt auf Deutsch irgendwelche Hilfestellungen gebe, das ist ja überhaupt kein Thema, um das geht es überhaupt nicht. Aber ich sage nur so, an der Sprache ist noch nie jemand gescheitert, aber es ist schon ein Thema. Ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass die Sprache unwichtig ist. Ich würde also allen Leuten, die das wirklich ins Auge fassen, raten, wenn sie in Bezug auf ihre Sprachfähigkeiten in Zweifel sind, dass sie sich dahingehend vorbereiten, zum Beispiel auch mit englischsprachigen Segelzeitschriften oder mit englischsprachigen YouTube-Videos. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, so dieses Segelenglisch irgendwie. Wobei ich da ganz dringend davor warnen möchte, das mit amerikanischsprachigen zu machen. Denn das ist ein Problem, was mir tatsächlich begegnet ist, dass viele, viele Begriffe, gerade so Ausrüstungsgegenstände, im Amerikanischen anders heißen.
guter Hinweis. Dann sagen wir zum Beispiel diese, ja, das ist echt voll wichtig, ja. Oder? Und dann sagen wir, dann geben wir die Empfehlung raus, dass Leute einfach diese YouTube-Videos zum Beispiel von englischen Segelschulen sich anschauen sollen oder von der AOA selber. Es gibt ja unglaublich viele Schulungsvideos auf YouTube oder von Yachting Monthly oder Sailing World. Und mal ein paar verlinken. Wäre ein guter Hinweis, genau. Ja. Und da kann man sich wirklich drauf vorbereiten, damit dieses Hindernis so klein als möglich wird dann für die Prüfung. Ja, das würde ich deutlich empfehlen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Perspektive, ich hatte ein bisschen gebraucht, um mich da zu akklimatisieren, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich es absolut nicht gewöhnt bin, mit vielen Leuten zu sehen. Versteht, oder? Vor allen Dingen, weil, was für mich auch ein extremes Neuland sozusagen war, ich will jetzt nicht sagen, erwarten, dass die anderen nichts können, denn das war nicht der Punkt, sondern die konnten ja alle auch segeln, aber so tun zu müssen, als ob sie das nicht können und also so vor jeder Wende wirklich systematisch alles durchgehen, jetzt da an die Wind, an die Kurbel, genau. So, klar, natürlich mit dem Blick auf den Prüfer hin, ne? Aber ich da musste ich mich tatsächlich ein bisschen eingewöhnen, erstmal, dass ich einfach nicht sage, okay, wir machen mal eine Wende und dann läuft alles von außen so selbst langsam vor mich hin bis 10 zählen und dann sagen so, nur aber rum, ne? Weil dann weiß halt auch jeder, was er zu tun hat und wo jeder, der gerade irgendwie Das war das eine, was ich ein bisschen, und das zweite, wo ich tatsächlich auch ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war eben genau dieser Mix mit den Sprachen. Also ich glaube, ich hätte es tatsächlich. Du meinst jetzt amerikanisch, Englisch, oder? Nee, ich meine auch Deutsch-Englisch. Ich glaube, ich hätte es tatsächlich, also ich persönlich jetzt hätte es einfacher gefunden zu sagen, okay, während wir segeln, machen wir komplett Englisch. Schaltet bei mir oben so ein Schalter um. Aber das ist einfach auch, ich hab viel englischsprachig auch in der Bekanntschaft. Ich schalte dann also wirklich um. Also wenn wir abends beim Abendessen mit Freunden zusammensitzen, die bei mir Englisch oder mit denen wir Englisch sprechen, dann schalte ich einfach den Kopf an der Stelle auf die andere Sprache um. Ich denke dann in Englisch. Okay. Gehe dann in die Küche und Kinga kommt hinterher und ich rede mit ihr in der Küche auf Englisch, weil wir beide dann einfach Englisch geschaltet haben. Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dieses hin und her zu kriegen. Klar, das ist natürlich auch jetzt persönlicher Flavor. Ne? Also das ist für jeden sicherlich anders. Aber ich kann verstehen, dass das natürlich auch viel noch ein zusätzliches Problem für eine Prüfungssituation schaffen kann, wenn man dann auch noch über die Begrifflichkeiten nachdenken muss. Ja. Wir hatten eben schon gesagt, wir verlinken ein paar Videos, wo wir beim Thema Links sind. Genau. Man kann natürlich auch ein bisschen was darüber lernen, was du da anbietest auf deiner Homepage. Ja, sehr gerne, genau. Ja. Also ich kann das gerne machen auf meiner Homepage unter der Sektion Videos. Nein, ich meine jetzt eigentlich auch deine Homepage mal erwähnen. Aha, okay. Dann sei an der Stelle meine Homepage erwähnt. Vielen Dank. Also die heißt mco-sailingacademy.com. Und dort findet man unterschiedlichste Kategorien, eben auch einen Menüpunkt mit Videos, Fotos und Videos. Und ich kann gerne genau unter diesem Reiter dann einige Videos verlinken, wäre eine gute Idee. Machen wir doch einfach direkt und dann können die Leute sich das anschauen und von uns empfohlene Videos als Einstiegsvideos oder Schulungsvideos für die Vorbereitung nutzen. Coole Idee. Ja, weil dann haben wir das rund. Ich packe auf jeden Fall den Link dahin dann auch in die Shownotes. Aber auch wer das jetzt nur hört und nicht die Webseite dazu sich anguckt, kann dann eben auf deiner Webseite auch diese Videos finden. Finde ich eine schöne Sache. Ja, Mensch, dann würde ich sagen, ich freue mich drauf, dass wir demnächst übers Leben im Wasser schwadronieren. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ja, ich bin jetzt eben auf den Kanaren, komme Mitte Jänner wieder zurück und dann können wir uns schon wieder einen Termin ausmachen. Ja, ich bin im Januar, den ganzen Januar bin ich unterwegs. Da ist ja auch noch die Messe in Düsseldorf. Ja, genau. Da bin ich auch noch wieder auf der Messe mit ein paar Vorträgen zugang. Und dann bin ich wieder da, ja, Anfang Februar. Können wir uns im Februar gerne nochmal hier. Dann unterhalten wir uns mal über
das Leben im Wasser und über dem Wasser. Und über dem Wasser und überhaupt, genau. Ja. Na, sehr gerne. Können wir gleich die Kanaren mal als Thema nehmen, was es cool, da gibt. Passt, ja. Ja, super. Prima, freue mich drauf. Clemens, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Hinak, sage ich dir. Du bist ein fantastischer Gesprächsleiter. Danke. Es fühlt sich an wie im Kaffeehaus sitzen mit dir, unglaublich. Das liegt aber auch an dem Tee, den du hier bereitest. Den Earl Grey natürlich. Den Earl Grey natürlich. Wir haben das hier ein bisschen stilvoll gemacht, auch wenn draußen schon ein bisschen Schnee liegt. Mhm. Ja, super. Gut. Vielen, vielen Dank und wir hören uns im Februar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ja, das war das Segelradio Nummer 23. Alle Links zur Sendung und auch alle weiteren Informationen gibt es natürlich wie immer auf segelradio.de und direkt in den Kapitelmarken dieser Folge. Apropos Links, ich freue mich natürlich auch über Feedback mit Shares, Likes und Kommentaren auf den diversen Plattformen, auf denen du so unterwegs bist. Und dafür gibt es nicht nur Twitter- und iTunes-Bewertungen, sondern zum Beispiel auch eine kleine Facebook-Seite mit dem Namen Segelradio. Also schau doch einfach gerne mal vorbei. Ja, der Jahresendspurt 2017 geht jetzt nach 3 Folgen im Dezember zu Ende. Und ab jetzt geht's ein bisschen gemächlicher wieder weiter. Doch auch für die kommenden Wochen sind die nächsten Termine schon geplant. Allem voran natürlich rund um die Boot Düsseldorf, bei der ich wieder 9 Tage ab dem 20. Januar 2018 dabei bin und unter anderem live auf der Bühne im Segelcenter und auf der Refit-Bühne in Halle 11 zu sehen sein werde. Was genau da passiert, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen.